Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Symbol 4. Der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Ja, wir stehen hier auf der Arosa Line und sollen unseren Güterzug bis nach Chur fahren und stehen, oder Chur, wie auch immer man das nennt, stehen hier in St. Peter Molinis. Ihr seht ihr es und ja, haben unseren kleinen süßen Güterzug hier stehen und ja, den sollen wir, wie gesagt, bis nach Chur fahren. Und ja, ich habe mir, wie gesagt, diese Bahn echt mal ausgesucht, weil ich finde, das ist wirklich eine wunderschöne Aussicht. Auch hier, ihr seht die Berge hier, ihr seht diese wunderschöne Bahn. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen, verlassen den Fotomodus, können ja noch ein schönes, hübsches Foto machen hier, dass wir so ein bisschen, ja, die Sonne so mit drauf kriegen und dieses wunderschöne Bergpanorama. Machen wir noch ein kleines Foto von und dann würde ich sagen, auf geht's, verlassen wir den Fotomodus, steigen ein, rüsten unseren Zug soweit auf, das heißt, den müssen wir erstmal auf einstellen, den auf mit vorwärts, da müssen wir natürlich die Lichter einstellen, Spitzenbeleuchtung auf 3, das machen wir auch so. Wir machen den Führerstand an, den Rückspiegel raus. Genau. Dann würde ich sagen, Zugbeleuchtung noch ein, obwohl das eigentlich nicht notwendig ist bei einem Güterzug. Aber lassen wir das. Dann versuchen wir noch Zugsicherungssysteme einzustellen. Ist nicht möglich. Gut. Dann sind wir soweit, würde ich sagen. Lösen die Bremse. Und schalten langsam auf. Sehen noch irgendwie. Ach so, ja. Die sollten wir vielleicht auch lösen. Würde Sinn machen. So, was ist denn jetzt hier das Problem? Ah, endlich. So, 30 fürs Erste. Geht hier so ein bisschen bergab. Hier müssen wir ein bisschen mit der Bremse spielen. Ihr seht's. Schön. Wunderschön. Also hier die Bremse zu, beziehungsweise die Geschwindigkeit zu halten, ist nicht ganz so einfach. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen.
So, erster Ort, über den wir fahren sollen. Ihr seht's, zur Sand nordwärts. Ja, die Kurven hier, also da sind die 30 Stundenkilometer schon echt ja, angebracht. Das Panorama ist geil, das ist absolut geil. Das war zu viel. Ganz entspannt gerade, kein Gefälle. Echt nicht einfach. Echt ein Stück. Wieder eine Strecke der 1000 Tunnel. Thank you.
Wunderschön. Also man muss hier wirklich immer so ein bisschen mit der Leistung und der Bremse spielen, beziehungsweise nur mit der Bremse. Die Leistung vollkommen in Ruhe lassen. Wunderschön. So, wenn wir mal ein bisschen durch den Tunnel fahren, da vorne ist wahrscheinlich der Ausgang. Was eine wunderschöne Aussicht. Was für eine wunderschöne Aussicht. So, hier werden wir wahrscheinlich gleich rauskommen. Und der Kollege wartet schon auf uns. Schön, das kann man gar nicht anders sagen. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Da kommen wir. Wunderbar. Und schon macht sich der Kollege auf den Weg. Perfekt. Sehr, sehr schön. Also wir werden hier wahrscheinlich ordentlich Punktabzug bekommen für die diverse Geschwindigkeitsüberschreitung. Aber das ist, wie gesagt, hier echt nicht einfach. Ihr seht es ja selber.
6% Gefälle. Wirklich nicht einfach. Also einigermaßen bekomme ich es dann doch hin. So, 4,8 Kilometer noch bis zum ersten Ort, über den wir fahren sollen. Keine Dings, wie heißt das? Eine Art B oder so. Scheint hier nicht zu haben. Das finde ich nicht. Allein die Lokbremse reicht nicht. Ich muss schon diese Bremse hier nehmen. So,
dann schauen wir mal, ob der wirklich nicht sowas hat. Sollen wir auf die Geschwindigkeit achten? Nee, scheint ihn nicht zu haben. Backup jetzt überwunden. Das wäre doch mal schön. Scheint so, als ob wir die Backup-Passage jetzt überwunden haben. Das ist natürlich ein bisschen entspannter jetzt alles. Schön. So viel dazu. Ist auch noch neblig.
2,3 Kilometer noch. Das versuche ich mal so, vielleicht hilft das ja etwas. Bisschen besser ist es. So, würde mich nicht wundern, wenn es dann gleich noch anfängt zu regnen, die letzten Metern. So, Tour oder Kur, wie nennt man das? Ich nenne es Tour Sand nordwärts. Haben wir dann gleich erreicht, beziehungsweise können wir gleich dann überfahren. Schön.
So. Bin ich gespannt, wie weit das eigentliche Ziel dann noch entfernt ist. Ich hoffe nicht mal allzu weit. Gleich rot, muss ein bisschen aufpassen. So, wieder aufschalten. Ach, 1,2 Kilometer, das ist ja ertragbar. Ach, wir fahren mal ein bisschen über die Straße, das ist doch auch mal schön. Das ist doch auch mal schön. Schön. Wunderschön. Wunderschön. Ei, ein bisschen zu schnell hier. Langsam kommen wir dem Ganzen dann näher.
Da wären wir. Wunderbar. Na komm. Da wären wir. Perfekt, damit hätten wir das erledigt. Wir haben benötigt 36 Minuten 44, eine gefahrene Distanz von 12,89 Kilometer und wir haben Gold erhalten. Wie gesagt, das war ein erstes Szenario von der Arosa-Linie. Gefahren sind wir die RHBGE 4-42623 Anijare. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch eine schöne Restwoche, einen schönen Donnerstag. Freut euch aufs Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Haut rein. Bye. Bye.